Damit genug Zeit damit und lassen Sie uns zurückkommen zur letzten Vorlesung und von da wieder anfangen, nämlich mit der von letztem Donnerstag, in der wir uns mit der Nichtentscheidbarkeit und Nichterkennbarkeit von Sprachen beschäftigt haben. Wir haben nochmal kurz zur Zusammenfassung, damit wir wieder alle auf dem gleichen Platz sind, festgestellt, dass die Menge aller Sprachen, also die Menge aller Teilmengen der klinischen Hülle, eine überabzählbar große Menge ist, die Menge der Turing-Maschinen aber nur eine abzählbar große Menge und dass es deswegen notwendigerweise ganz viele Sprachen geben muss, für die es keine Turing-Maschinen geben kann, die sie erkennen. Dass also die Menge der rekursiv erkennbaren Sprachen, RE, kleiner sein muss, weniger mächtig als die Menge aller Sprachen. Und dass es dann natürlich auch noch insbesondere Sprachen gibt, die, oder ich sage natürlich, dass es auch noch Sprachen gibt, die zwar erkannt werden können von einer Turing-Maschine, die aber nicht entschieden werden können. Das liegt daran, dass Turing-Maschinen ja drei verschiedene Dinge tun können, wenn sie an einer Sprache arbeiten. Sie können ein Wort akzeptieren, sie können es verwerfen oder sie können einfach immer weiter rechnen. Und weil es diese dritte Möglichkeit gibt, können wir nicht, so wie bei den endlichen Automaten, die Ausgabe der Turing-Maschine einfach umdrehen, sondern es gibt diese dritte Möglichkeit, dass eine Sprache einfach aus Worte enthält, auf der die Maschine unendlich lange weiterarbeitet. Und diese Art von Sprachen enthalten, oder es gibt insbesondere solche Arten von Sprachen, für die es keine möglichen Entscheider gibt. Und wir haben zwei Beispiele gefunden für Sprachen, also jeweils ein Beispiel, einmal für eine Sprache, die nicht erkennbar ist, für die es also überhaupt keine Turing-Maschine gibt, die auch nur auf Worten aus dieser Sprache überhaupt akzeptiert, die Diagonalsprache D, und zweitens ein Beispiel für eine Sprache, die zwar erkennbar, aber nicht entscheidbar ist, nämlich das sogenannte Halteproblem, die Menge von Worten, von Paaren von einer Turing-Maschine und einem Wort, so dass die Turing-Maschine auf diesem Wort akzeptiert oder hält. Die Varianten davon werden wir heute nochmal im Detail diskutieren. Kurz nochmal zurück zu diesem D, das ist nämlich eine gute Einführung in das, was wir jetzt als nächstes machen werden. Dieses D hat eine interessante Struktur, die ich so ein bisschen verwischt, nicht ganz sauber erwähnt habe im Vorbeilaufen. Hier ist nochmal zur Erinnerung, steht nochmal, was D ist. Die Diagonalsprache, so wie wir sie definiert haben, ist die Menge aller Worte WI, welche die Eigenschaft haben, dass sie eine Gödelnummer einer Turing-Maschine sind und die zugehörige Turing-Maschine die ITE Maschine, dieses Wort, das sie selber beschreibt, nicht akzeptiert. Dass sie also entweder nicht hält oder verwirft. Und wenn wir über die mal kurz nachdenken, dann ist das interessant zu sehen, dass da drin das Wort nicht so prominent ist. Und dass es eine sehr wichtige Rolle spielt. Wenn wir das nicht rauslassen und einfach nur sagen, was ist denn die Menge aller Worte WI, so dass die zugehörige Turing-Maschine, die kodiert wird durch das Wort WI, akzeptiert, ohne nicht dahinter. Dann ist es vielleicht erstmal intuitiv klar, dass das eine rekursiv aufzählbare Sprache ist. Denn ich kann ja einfach durch alle Worte durchgehen, jeweils auf jedem Wort die Maschine laufen lassen und wenn sie akzeptiert, dann hält die Maschine ja an. Ja, das heißt, ich kann sie insbesondere so diagonal, wie wir das gebaut haben, durch so einen Aufzähler laufen lassen und dann werden rekursiv diese Worte der Sprache ausgedruckt. Und das lässt uns vielleicht vermuten, dass Komplemente von Sprachen, die Eigenschaften von Komplementen, irgendwie interessant sind, nochmal näher zu betrachten, um die Struktur der rekursiv aufzählbaren Sprachen besser zu verstehen. Und das wollen wir jetzt in den nächsten paar Minuten innerhalb der ersten Hälfte der Vorlesung machen, nämlich nochmal darüber nachdenken, was genau die Rolle von Komplementbildung ist. Dazu nochmal, das ist eigentlich fast schon eine Erinnerung, ehrlich gesagt, oder ich weiß nicht, so richtig sauber definiert, in der Form habe ich sie bislang nicht, aber das ist relativ offensichtlich.
Eine Komplementsprache ist die Menge der Worte, die durch das Komplement einer Sprache definiert werden, also die Menge aller Worte, so dass diese Worte nicht in der Sprache sind. Also, wir nennen gegeben sei eine Sprache L, dann nennen wir ihr Komplement innerhalb der klinischen Hülle, und das schreiben wir entweder als L quer, so habe ich das bei den endlichen Automaten gemacht, oder auch mit einem C oben für das Komplement, so ist das jetzt in der Berechenbarkeitstheorie ein bisschen prominenter, die genau das Komplement dieser Sprache. Ja? Also ich glaube, die Definition ist irgendwie, boah. So. Insgesamt übrigens wird es, glaube ich, heute die ganze Vorlesung über so sein, dass ich lauter Sachen sage, wo ich kurz selber überlegen muss, was daran eigentlich genau das Besondere ist, weil viele der Sätze, die ich jetzt der Reihe nach sagen werde, ja, irgendwie so gleichzeitig einfach zu sagen sind, aber in ihrer subtilen Aussage fast schon schwer nachvollziehbar. Ich hoffe, dass wir das gemeinsam hinkriegen. Schauen wir mal. Also, hier ist die klinische Hülle. Das ganze Ding ist die klinische Hülle. Da drin ist eine Sprache. Alles das, was nicht in der Sprache ist, ist die Komplementsprache. Das ist jetzt, frage ich gar nicht. Ich glaube, das ist was vergleichsweise klar ist. Jetzt haben wir gerade ein Beispiel gesehen, die Diagonalsprache, für eine Sprache, bei der die Komplementbildung die Sprache einfacher macht, nämlich rekursiv erkennbar. Und also das Komplement dieser rekursiv erkennbaren Sprache dann nicht erkennbar ist. Wenn wir da mal genau drüber nachdenken, dann kann man sich vielleicht überzeugen, dass der folgende Satz gilt, dass nämlich eine Sprache entscheidbar ist, nicht erkennbar, sondern entscheidbar, genau dann, wenn ihr Komplement auch entscheidbar ist. Und das ist einer der Sätze, die, wenn man 3 Minuten drüber nachdenkt, einem vielleicht vergleichsweise offensichtlich scheint. Und wie kommt man da drauf? Ich lese mal kurz die Slide noch nicht vor, sondern wir denken mal kurz drüber nach. Das liegt daran, dass Turing-Maschinen diese 3 Möglichkeiten haben, akzeptieren, verwerfen, unendlich weiterlaufen. Wenn wir eine Maschine haben, die immer hält, die also immer entweder akzeptiert oder verwirft, dann können wir deren Ausgabe einfach umdrehen. Und durch das Umdrehen kriegen wir dann die richtigen Entscheidungen auf der Komplementsprache. Ja, also eine Maschine, die immer entscheidet, die trennt die klinische Hülle auf in genau 2 disjunkte Teile, rot und weiß. Und indem wir einfach die Farbe vertauschen, kriegen wir auch dann eine Zweiteilung und eine Entscheidung für die Komplementsprache. Und das funktioniert nicht bei den erkennbaren Sprachen, aber bei den entscheidbaren schon, weil bei den erkennbaren haben wir 3 Möglichkeiten und da kann man nicht einfach austauschen. Das war die vage Beschreibung. Jetzt nochmal als formaleren Satz. Also, hier oben steht, wenn eine Sprache entscheidbar ist, dann ist ihr Komplement auch entscheidbar. Und wenn ihr Komplement entscheidbar ist, dann ist die Sprache auch entscheidbar. Machen wir beide Richtungen. Wenn eine Sprache entscheidbar ist, das heißt, wir haben eine Turing-Maschine für Sie, die immer anhält auf allen Eingaben und immer entweder akzeptiert oder verwirft. Sie akzeptiert alle Worte, die in der Sprache sind, und sie verwirft alle Worte, die nicht in der Sprache sind. Dann können wir mehr oder weniger direkt eine neue Turing-Maschine bauen für die Komplementsprache. Die benutzt einfach in sich drin diese Originalmaschine M und dreht, nachdem sie fertig gelaufen ist, deren Ausgabe um. Oder anders gesagt, wir benennen einfach die akzeptierenden und verwerfenden Zustand um. Das geht offensichtlich. Und weil die Turing-Maschine immer anhält, weil M immer anhält, funktioniert dieses Umdrehen auch. Das heißt, wenn ein Wort in der Sprache ist, dann akzeptiert die Maschine, der Komplementautomat verwirft, und wir wissen damit, dass das Wort nicht in der Komplementsprache ist und umgekehrt. Und natürlich kann man den ganzen Beweis auch rückwärts machen und einfach überall Komplement durch Originalsprache vertauschen, und dann gibt es natürlich genau das gleiche Ergebnis. Okay, ich habe gesagt, ich sage heute lauter Sätze, die so scheinbar offensichtlich sind und dann in ihrer Subtilität schwierig werden. Das hier ist eine Aussage über einzelne Sprachen. Ja, also wenn eine Sprache entscheidbar ist, dann ist ihr Komplement auch entscheidbar.
Diese Aussage ist relativ einfach. Spannender wird es, wenn wir jetzt über die Menge der entscheidbaren Sprachen nachdenken und die Menge der erkennbaren Sprachen. Zur Erinnerung, die Menge der erkennbaren Sprachen heißt RE, rekursiv erkennbare Sprachen. Und ausgehend von der können wir uns jetzt eine neue Menge definieren. Das ist die Menge der rekursiv aufzählbaren Sprachen, die Menge der Sprachen, deren Komplement rekursiv aufzählbar ist. Und diese Menge nennt man Kore, die Komplemente der rekursiv aufzählbaren Sprachen. So definiert, also die Menge aller Sprachen, so dass deren Komplement rekursiv aufzählbar ist. Und hier ist es nicht mehr ganz so trivial, Aussagen darüber zu machen, wie diese beiden Mengen Re und Kore zueinander im Verhältnis stehen. Und um zu verstehen, warum das nicht so ganz offensichtlich ist, sollten Sie sich vielleicht einmal kurz gewahr werden, dass diese Menge hier nicht das Komplement von RE in der Menge aller Sprachen ist. Ist sowieso falsch hier, das ist natürlich nicht Sigma Stern, sondern P von Sigma Stern. Kann ich das gleich mal noch kurz korrigieren? Schrecklich. Die Slide noch vorher noch einmal kurz editiert vor der Vorlesung und natürlich gleich einen Fehler reingetippt. Schauen wir mal, ob es funktioniert. So, also das meine ich natürlich. Die für Komplementbildung von einzelnen Sprachen gilt es. Ne? Also LC, wo ist es? LC ist gleich Sigma Stern ohne L. Ja, also eine Komplementsprache ist das Komplement der Sprache in der klinischen Hülle. Aber in der Menge aller Sprachen gilt das nicht, sondern Kore ist nicht das Komplement der rekursiv aufzählbaren Sprachen, sondern es ist die Menge der Sprachen, deren Komplement rekursiv aufzählbar ist. Macht das Sinn? Nee, gar niemand. Also, schauen wir uns nochmal kurz diese Definition an. Eine Sprache liegt in dieser Menge, wenn ihr Komplement rekursiv aufzählbar ist. Wenn es also für die Worte, die nicht in dieser Sprache sind, eine Maschine gibt, die akzeptiert, wenn sie auf ihnen laufen. Und das ist, vielleicht wenn man es so sagt, merkt man, dass das irgendwie eine andere Aussage ist, ne? Weil es ja diese dritte Möglichkeit gibt, immer weiterzulaufen. Das ist also eine etwas spezifischere Aussage, wenn Sie so wollen. Und deswegen stellt sich jetzt die Frage, wie verhalten sich eigentlich diese beiden Mengen zueinander? Also wenn dieser schwarze Kasten hier die Menge aller Sprachen ist, ist es so, dass die beiden sich überlappen, dass es Sprachen gibt, die sowohl rekursiv aufzählbar sind, als auch, dass ihr Komplement rekursiv aufzählbar ist, dass es Sprachen gibt, dass wann immer das Komplement einer Sprache rekursiv aufzählbar ist, die Sprache auch rekursiv aufzählbar ist, oder andersrum, oder sind die beiden komplett getrennt voneinander? Also ist eine Sprache immer entweder rekursiv aufzählbar oder ihr Komplement ist rekursiv aufzählbar, aber nie beides? Wie hängen die miteinander zusammen? Die Antwort auf diese Frage hilft uns sehr dabei weiter zu verstehen, wie die Struktur der rekursiv aufzählbaren Sprachen eigentlich aussieht. Und um sie zu beantworten, also um zu entscheiden, welche dieser vier Möglichkeiten es gibt, denken wir zunächst an die Slide davor. Und wir erinnern uns an zwei Sachen. Erstens, wir wissen schon längst, dass es innerhalb von Re, also den rekursiv aufzählbaren Sprachen, noch die Menge der entscheidbaren Sprachen gibt. R, der rekursiven Sprachen. Die liegt in diesem senffarbenen Ding drin. Und wir wissen, dass wenn eine Sprache entscheidbar ist,
dann auch ihr Komplement entscheidbar ist. Das heißt, welche von den vier hier kann es schon mal nicht sein? Genau, dies hier kann nicht die richtige Antwort sein, denn hier drin liegt R und wir wissen, dass alle Sprachen, die in R sind, auch in Core liegen. Das heißt, es muss mindestens eine von den dreien hier sein. Wir wissen allerdings, na, okay, ich gehe mal eine Slide weiter, dann helfen wir uns eins weiter. Es sieht nämlich vermutlich so aus, und warum wird gleich klar, wenn wir den Beweis führen, dass es einen Überlapp geben muss zwischen diesen beiden Sprachen, zwischen diesen beiden Mengen an Sprachen, Entschuldigung, zwischen diesen beiden Klassen von Berechenbarkeit. Und in denen drin muss, meine Maus geht wieder nicht mehr, in denen drin müssen die rekursiven Sprachen liegen, also die entscheidbaren Sprachen. Zumindest muss es mindestens so aussehen, wie groß genau dieser blaue Kringel ist, werden wir gleich nochmal kurz in Ruhe drüber nachdenken. Weil alle diese Sprachen, die rekursiv sind, sowohl rekursiv aufzählbar sind, als auch ihr Komplement rekursiv aufzählbar ist. Steht hier nochmal, aber ist damit im Prinzip klar. Jetzt kann man uns noch fragen, wie dieser blaue Kreis eigentlich aussieht im Verhältnis zu diesem Überlapp. Gibt es auch Sprachen, die rekursiv aufzählbar sind und deren Komplement auch rekursiv aufzählbar ist, die aber nicht entscheidbar sind? Kann es sowas geben? Ich glaube, wenn Sie da ahnen, wenn Sie erklären können, warum Sie glauben, dass es das gibt oder nicht gibt, dann haben Sie den Beweis eigentlich schon fertig gemacht für den Satz, den wir dazu gerne bauen möchten. Also angenommen, wir hätten eine Sprache, die da irgendwo in diesem, die hier drin liegt, die also rekursiv aufzählbar ist. Es gibt also eine Turing-Maschine, die immer, wenn ich Ihnen ein Wort gebe, die aus dieser Sprache stammt, anhält und akzeptiert. Und deren Komplement auch rekursiv aufzählbar ist. Das heißt, immer wenn ich ein Wort habe, das nicht in der Sprache ist, dann habe ich dafür eine Turing-Maschine, die auf ihm anhält und akzeptiert. Die Komplementmaschine. Dann kann ich natürlich diese beiden Maschinen einfach gleichzeitig laufen lassen, vielleicht als Zweiband-Turing-Maschine nebeneinander her, und warten, bis eine von den beiden hält, denn eine von den beiden muss ja halten und akzeptieren. Und dann weiß ich, ob ich in der Sprache bin oder in ihrem Komplement, also kann ich entscheiden. Ja? Das heißt, die Situation muss so aussehen. Es gibt keine Sprachen, die außerhalb des blauen Bereiches liegen, aber sowohl in RE als auch in Core. Und der Beweis dafür steht hier jetzt gleich nochmal, so wie ich ihn gerade eben gesagt habe. Also, angenommen, ich hätte eine Sprache, die rekursiv aufzählbar ist und deren Komplement auch rekursiv aufzählbar ist, dann kann ich ein beliebiges Wort nehmen, es durch die beiden zugehörigen Turing-Maschinen füttern, parallel laufen lassen. Eine von den beiden wird anhalten und akzeptieren. Wenn es der Akzeptator, der rekursive Aufzähler für die Sprache selber ist, dann sind wir in der Sprache, dann können wir akzeptieren. Wenn es der rekursive Aufzähler für das Komplement der Sprache ist, dann wissen wir, dass wir nicht in der Sprache sind, also können wir verwerfen. Okay, das heißt, wir wissen nicht nur, dass eine Sprache entscheidbar ist, wenn ihr Komplement auch entscheidbar ist, genau dann, wenn ihr Komplement entscheidbar ist, sondern sogar etwas allgemeiner, eine Sprache ist entscheidbar genau dann, wenn sowohl sie selbst als auch ihr Komplement erkennbar sind. Wenn wir also eine Maschine haben, die erkennt, wenn was in der Sprache ist, und eine Maschine haben, die erkennt, wenn was nicht in der Sprache ist. Okay, das war der blaue Teil. Und jetzt wird spannend, was ist mit den Teilen hier draußen? Wie sieht dazu der Kasten aus, der aller Sprachen? Und gibt es hier eigentlich was, was innerhalb und außerhalb jeweils zu der anderen Sprache, zu dem anderen Satz liegt? Nun, zunächst mal, wir wissen ja, dass es hier drin Sprachen gibt,
die also erkennbar, aber nicht entscheidbar sind, wie zum Beispiel das Halteproblem. Wir wissen aber auch, dass es außerhalb von dem gelben Kringel hier Sprachen gibt, wie zum Beispiel diese Diagonalsprache. Und die Frage wäre jetzt eigentlich, ob die Diagonalsprache irgendwo da liegt oder da. Ja, liegt sie also komplett außerhalb von beiden Bereichen oder liegt sie außerhalb von Re, aber in Co-Re? Dazu ein Hilfssatz. Zunächst mal, vielleicht ist es aus dem Bild schon klar, wenn eine Sprache was habe ich da geschrieben? Ja, der Teil ist eigentlich fast zu schwach. Ja? Also daraus rekursiv aufzählbar zu sein, folgt noch nicht, dass das Komplement rekursiv aufzählbar ist. Das heißt, es gibt dieser Satz sagt quasi, es gibt Sprachen, die außerhalb von beiden Kringeln liegen. Also anders gesagt, wenn eine was genauer hingegen stimmt, ist, wenn eine Sprache in diesem wenn eine Sprache hier drin liegt, dann ist ihr Komplement kann ihr Komplement nicht in dem roten Bereich liegen. Warum? Gehen wir auf die Seite oder nicht? Okay, also, damit ich sie nicht verliere. Der Sinn des Ganzen ist, sich zu überlegen, wie diese beiden Mengen relativ nicht nur zueinander, sondern auch zur Menge aller Sprachen liegen. Ist es also so, dass es eine Möglichkeit wäre ja, dass es hier außenrum keinen Kasten gibt, der nicht entweder in der einen oder der anderen Menge liegt. Ja, dass es also keine Sprache geben könnte. Es könnte sein, dass es keine Sprache gibt, die weder da noch da drin liegt. Das kann nicht so sein. Warum? Weil wenn es eine Sprache gäbe, wenn es hier draußen keine Sprachen gäbe, dann würde das bedeuten, dass alle Sprachen entweder hier oder da drin liegen. Jede Sprache hat aber ein Komplement. Angenommen, ich hätte eine Sprache, die hier drin liegt, und deren Komplement würde da drin liegen, dann wäre nach dem Satz, der hier draufsteht, diese Sprache in dem blauen Bereich. Es muss also für alle Sprachen, die in diesen Kringeln liegen, die also entweder in dem RE-Kringel, der nicht R ist, oder in dem Co-RE-Kringel, der nicht R ist, muss gelten, dass deren Komplement jeweils außerhalb von beiden Kringeln liegt. Weil sonst nach diesem Satz dass die Sprache im blauen Kringel liegen müsste. Hier ist nochmal der Ausdruck dazu. Wenn eine Sprache in diesem Komplement von R in RE liegt, also wenn eine Sprache aufzählbar, aber nicht erkennbar ist, dann kann ihr Komplement nicht aufzählbar sein. Denn wenn das so wäre, dann, würde der Satz von oben gelten. Hier steht es eigentlich nochmal. Ja? Also wir wissen, dass wenn eine Sprache in beiden liegt, also wenn ihr Komplement in RE liegt und die Sprache selber in RE liegt, dass sie dann rekursiv ist, also entscheidbar ist. Und wir wissen, dass es Sprachen gibt, die nicht entscheidbar, aber aufzählbar sind, wie zum Beispiel das Halteproblem. Deswegen muss es Sprachen geben, die zwar rekursiv aufzählbar sind, deren Komplement aber nicht rekursiv aufzählbar ist. Hier unten steht nochmal das etwas formaler gesagt, das habe ich vorher nochmal kurz hinzugefügt, kurz vor der Vorlesung. Wenn Sie das hier oben, den Teil da, verneinen, ja, also wenn dieser Ausdruck hier, das ist ja ein Modus Ponens, ja, also daraus folgt das, dann ist der zugehörige Modus Tollens, also die äquivalente negative Kontrapositiv ist, dass wenn eine Sprache nicht entscheidbar ist, dann ist sie entweder nicht in RE oder ihr Komplement ist nicht in RE. Das heißt, wenn wir eine Sprache haben, die in RE liegt und die aber nicht entscheidbar ist, dann kann ihr Komplement nicht in RE liegen. Maximale Verwirrung. Also, hier ist ein Beispiel. Letzten Donnerstag haben wir diese Sprache kennengelernt, das
eine Variante des Halteproblems, hier unten steht sie nochmal, das ist die Menge aller Paare von Maschinen und Worten, so dass die Turing-Maschine, die zum ersten Eintrag des Tupels gehört, das Wort W nicht akzeptiert. Also die Entscheidungsfrage, ob eine gegebene Turing-Maschine auf einem gegebenen Wort akzeptieren wird, die ist nicht entscheidbar, das ist das klassische Halteproblem. Das heißt, diese Sprache muss in diesem Bereich liegen. Und das heißt, deren Komplement muss außerhalb von Core liegen. So, habe ich das jetzt hier falsch gemacht? Habe ich mich jetzt gerade selber überzeugt, dass ich es falsch gemacht habe? Oder Moment. So, ich habe behauptet, dass das Komplement, so, jetzt habe ich, irgendwas ist falsch. Entweder habe ich sie auf der Slide falsch oder ich habe die Slide davor gerade falsch erklärt. Schauen wir mal, ob es jemand schon gemerkt hat. Und, ja, bitteschön. Also so wie es jetzt quasi dort ist, müsste es ja eigentlich mehr Definition sein, dass es sich in dem blauen Bereich befindet. Weil wir haben ja gesagt, es sind genau dann, wenn wir quasi Teil von RE und von Core sind in R, weil das ja quasi genau die rekursiv erkennbaren, rekursiv entscheidbaren Sprachen sind. Ja. Und so wie es jetzt quasi gezeigt ist, werden wir jetzt Teil von blau. Ja. Das stimmt. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das genau falsch geschrieben ist und dass da oben ein ist nicht in stehen muss und der Teil da draußen liegen muss. Und das werde ich nochmal nachkorrigieren müssen. Ich glaube, ich komme Ihnen, nee, noch nicht sicher. Ich fürchte, ich werde am Donnerstag Ihnen die Slide nochmal zeigen müssen und mich selber überzeugen, ob ich da jetzt eigentlich daneben lag oder nicht. Oder ich sehe es, oder es ist einer von diesen Fällen, wo, wenn man zu nah an der Slide steht, man nicht mehr weiß, was man eigentlich gerade gesagt hat. Was ich aber sagen kann auf dieser Slide, weil da bin ich mir etwas sicherer, weil ich heute gestern Abend nochmal. Oh, ja, ein Kommentar? Ach so. Das stimmt. Ja, natürlich. Ja. Also, das ist ja einfach das Komplement von, also diese Sprache, ja, ist das Komplement von ATM. So. Und das heißt, wir wissen, dass ihr Komplement in RE liegt, ja, deswegen ist sie in Co-RE, per Definition, aber sie muss außerhalb von R liegen, denn sonst wäre sie entscheidbar. Wir wissen ja, dass sie nicht entscheidbar ist. So, jetzt. Huh, Dankeschön. Ich war mental schon einen halben Schritt weiter, ich war nämlich schon bei dem D. Wir haben eine spannende Frage ist eigentlich, und es ist ja nicht reingemalt, mit Absicht nicht, wo D eigentlich liegt. Die Diagonalsprache, die wir letzten Donnerstag angeschaut haben, ist die Sprache, die nicht mal erkennbar ist. Nämlich, da steht sie nochmal hier auf der Tafel und da unten steht sie auch nochmal, die Menge aller Worte I, sodass die zugehörige Turing-Maschine, die durch WI kodiert ist, sich selber nicht akzeptiert. Nicht akzeptiert. Wir wissen von diesem D, dass es nicht in RE liegt, also außerhalb von dem senffarbenen Kringel. Und um jetzt zu verstehen,
wo, ob es da drin liegt oder da draußen, können wir uns einmal das Komplement dieser Sprache anschauen. Nämlich, das ist die Menge aller Worte wie I, deren zugehörige Turing-Maschine sich selber akzeptiert. Und diese, mal kurz eine Frage an Sie, anstatt dass ich Ihnen einfach sage. Glauben Sie, das ist eine rekursiv aufzählbare Sprache? Eine entscheidbare Sprache? Eine nicht erkennbare Sprache? Diese Sprache habe ich nämlich erwähnt letzten Donnerstag und da war ich auch schon halb falsch, weil ich nämlich so etwas Ähnliches gesagt habe, wie deren Komplement ist das Halteproblem und es stimmt nicht genau, deswegen habe ich es nochmal hier sauber hingeschrieben. Aber ich glaube, ich habe es nämlich hingeschrieben und habe Sie nochmal extra verwirrt. Aber ja, also sind wir uns einig, dass das hier unten das Komplement von D ist? Das ist die Verneinung von dem Ausdruck. Diese Sprache, die ist rekursiv aufzählbar. Ich kann sie ja laufen lassen. Also ich kann der Reihe nach durch alle Wörter durchgehen und immer beim i-ten Wort die Maschine jeweils i Schritte laufen lassen. Wenn sie irgendwann akzeptiert, dann drucke ich das Wort wie i aus. Das ist eine Aufzählung dieser Sprache. Ich kann nur das d nicht rekursiv aufzählen, weil ich dazu jede Maschine unendlich lange laufen lassen müsste, was nicht geht. Das heißt, dass das DC ist eine Sprache, die rekursiv aufzählbar ist. Das heißt, DC liegt in diesem Kreis. Und das heißt, D liegt da drüben. Im roten oder im schwarzen Kasten? Also D liegt im roten, aber nicht im blauen. Und DC liegt im senffarbenen. Aber nicht im blauen. Eieieiei. Frag mich jetzt, wie wahnsinnig hilfreich dieser Teil der ganzen Vorlesung heute war für Sie. Ich habe selber auch schon vorher überlegt, wie ich durch den am besten durchgehe. Naja, dann legen wir ihn mal zur Seite und fassen einmal kurz zusammen, was wir gesehen haben. Es hilft für die Charakterisierung der Menge aller Sprachen, darüber nachzudenken, welches Prädikat auf der rechten Seite der Definition einer Sprache steht. Insbesondere werden Sprachen oft dadurch besonders schwer, dass ein Nicht-Akzeptieren oder Nicht-Verwerfen da drin steht, weil dadurch diese dritte Möglichkeit des immer Weiterlaufens, also des Nicht-Anhaltens, zur Definition dazugehört. Ja? Und das heißt, dass das Bilden von Komplementen unter Umständen uns zurückwirft aus nicht entscheidbaren Sprachen in aus nicht erkennbaren Sprachen in erkennbare Sprachen, dass aber das Komplementbilden innerhalb der entscheidbaren Sprachen immer drin bleibt in der Entscheidbarkeit. Und um Sie nicht völlig zu verwirren, einen Schritt weiter zurück, worum geht es bei dieser ganzen Diskussion? Darum, dass es Sprachen gibt, für die es keine Turing-Maschine gibt, die sie aufzählen und dass es aber auch Sprachen gibt, die man zwar aufzählen kann, die man aber nicht entscheiden kann. Und dass diese nicht entscheidbaren Sprachen unter Umständen erstaunlich relevante Aussagen kodieren, wie zum Beispiel die Tatsache, ob ein Programm eigentlich jemals anhält oder nicht. Und die Frage, mit der wir uns jetzt die restliche Vorlesung heute beschäftigen möchten, die hoffentlich etwas klarer wird, entschuldige mich für die Verwirrung bei dieser Slide, ist, ob diese Eigenschaft, nicht entscheidbar zu sein, ob die eigentlich was sehr Spezielles ist für das Halteproblem, für genau dieses ATM, ob das quasi so ein einzelner Sonderpunkt ist oder ein besonders schwieriges Problem ist und die allermeisten Sprachen eigentlich entscheidbar sind oder ob es noch ein paar andere Probleme gibt, die auch nicht entscheidbar sind, aber erkennbar. Und um diesen Schritt zu tun, werden wir uns eines Schrittes einer Technik bedienen,
Die Reduktion heißt, das stand schon auf dem Titel der Slide, der Titel der Vorlesung heute, das ist die Gesamtüberschrift der ganzen Vorlesung. Genau genommen werden wir uns mit einer bestimmten Form der Reduktion beschäftigen, die heißt Abbildungsreduktion. Und ich sage Ihnen noch kurz, was das ist, wir definieren sie und dann gehen wir in die Pause. Einfach, damit ich Sie nicht mit dieser völligen Verwirrung in die Pause schicke. Also, wir werden dieses Zeichen gleich einführen. Das hier heißt, die linke Seite lässt sich reduzieren auf die rechte Seite. Und wir werden gleich sehen, dass dieses Zeichen bedeutet, dass die linke Seite leichter ist in einem bestimmten Sinn als die rechte Seite oder höchstens so schwer wie die rechte Seite. Oder andersrum, dass die rechte Seite schwerer oder höchstens so leicht wie die linke Seite ist. Und das heißt, wenn wir jetzt ein neues Problem haben hier drüben und zeigen können, dass hier ein besonders schweres Problem steht, dann wissen wir, dass die rechte Seite auch ein besonders schweres Problem ist. Insbesondere, wenn die linke Seite nicht entscheidbar ist, dann ist die rechte Seite auch nicht entscheidbar. Und dann werden wir eine ganze Reihe von solchen Vergleichen machen und dabei merken, dass es immer noch ganz, ganz viele neue Probleme geben wird, die auch immer mindestens so schwer sind wie die, von denen wir uns schon gewahr gemacht haben, dass sie nicht entscheidbar sind und werden damit lauter nicht entscheidbare Probleme finden. Was heißt also dieses Symbol hier, dieses ist reduzierbar auf, insbesondere in diesem Teil der Vorlesung, diese sogenannten Abbildungsreduktionen. Wir werden in der Komplexitätstheorie noch eine andere Form von Reduktion kennenlernen, die mache ich dann immer dazu kommen. Hier werden wir diese sogenannten Abbildungsreduktionen benutzen und hier steht die Definition dazu. Eine Sprache, linke Seite vom Ausdruck, heißt abbildungsreduzierbar auf eine andere Sprache, rechte Seite vom Ausdruck, wenn es eine Turing-berechenbare Funktion zwischen den beiden Sprachen gibt, also insbesondere zwischen den beiden klinischen Hüllen, auf denen die Sprachen definiert sind, gibt, sodass für alle Worte gilt, das Wort W ist in der ersten Sprache genau dann, wenn seine Abbildung unter dieser Turing-berechenbaren Funktion F in der anderen Sprache ist. Genau dann, wenn. Links und rechts Pfeil. Diese Funktion f, die nennen wir die Reduktion, und das ist eine Abbildung, eine Funktion, deswegen ist es eine Abbildungsreduktion von L1 auf L2. Und dann schreibt man manchmal der Klarheit halber auch noch ein kleines m unten drunter, um zu sagen, wir meinen eine Abbildungsreduktion, m auf Englisch für Mapping Reduction, weil Abbildung auf Englisch Map heißt. Jetzt habe ich da drin als operatives Wort die Turing-berechenbare Funktion benutzt und Sie fragen sich jetzt vielleicht, was war das nochmal? Das hatten wir schon mal irgendwo, wir haben darüber geredet, dass man Funktionen, Sie erinnern sich ganz kurz, ich habe Ihnen was erzählt dazu, dass wir irgendwie wir jetzt immer so Entscheidungsprobleme lösen, die sind binär, aber eigentlich wollen wir doch in der Mathe immer Funktionen berechnen, die so Zahlen berechnen und dann haben wir festgestellt, dass Berechenbarkeit von Funktionswerten und Entscheidbarkeit von Problemen, dass das eng miteinander verwandt ist, dass es nämlich zu jeder berechenbaren Funktion ein Entscheidungsproblem gibt und eine zugehörige charakteristische Funktion zu jedem Entscheidungsproblem und deswegen die beiden aufeinander irgendwie abbilden. Also nochmal zur Erinnerung, eine Funktion heißt Turing berechenbar oder auch total rekursiv, wenn es eine Maschine gibt, eine Turing-Maschine, die man starten kann auf der Eingabe zu der Funktion, das ist ein W, dazu gibt es eine Maschine F, wir schmeißen die an, geben ihr W als Eingabe, dann läuft sie, schreibt auf ihr Band die Ausgabe f von w und hält dann immer an, stoppt. Und wo sie anhält, ist eigentlich wurscht, weil wir interessieren uns nicht gar nicht so sehr dafür, ob sie akzeptiert oder verwirft, wir interessieren uns dafür, was nachher auf dem Band steht. Gab schon eine Frage dazu, auch in den Übungen noch. Was ist denn, wenn sie jetzt in den verwerfenden Zustand geht? Naja, dann bauen wir die Maschine halt so um, dass immer dann, wenn sie in den verwerfenden Zustand geht, sie in den akzeptierenden Zustand gleich zurückspringt oder so, oder es halt einfach nicht macht, ja, sondern... Also der Teil ist quasi langweilig. Entscheidend ist, dass sie auf ihr Band schreibt, was der Wert der Funktion ist und dann hält. Dieser Teil ist kritisch wichtig, auch für das, was wir jetzt machen werden damit. Und das heißt, dass sie im Prinzip ein Entscheider ist, nämlich für diese, insbesondere diese Sprache, die quasi testet, ob ein Paar von Eingabe und Ausgabe zueinander gehören.
Nach der Pause machen wir weiter damit, warum, wie wir damit jetzt eine Kategorie oder eine Ordnung schaffen können von Problemen, die zueinander gleich schwer sind oder höchstens gleich schwer sind. Vielleicht kurz zur Intuition, warum ist das hier so wichtig, warum diese Turing-berechenbare Funktion hier drin? Weil diese Eigenschaft, Turing-berechenbar zu sein, eben was mit Entscheidbarkeit zu tun hat. Das heißt, wenn wir eine Kombination bauen aus einer Sprache L1 und darauf angewandt eine Turing-berechenbare Funktion, also irgendwas, was entscheidbar ist, dann wird dadurch, wie soll man sagen, das Durchführen der Gesamtberechnung durch das Anwenden von F nicht, ich sag mal, gefährlicher. Also was insbesondere nicht passieren kann, ist, dass L1 eine irgendwie einfache Sprache ist, die entscheidbar ist, und durch das Anwenden von F bauen wir was, was nicht mehr entscheidbar ist. Und das ist relevant, nicht weil wir uns nur für Sprachen interessieren, die entscheidbar sind, sondern weil wir nachher Aussagen treffen möchten darüber, wie das aus der Einfachheit von der rechten Seite die Einfachheit von der linken Seite folgt. Und deswegen darf durch das Anwenden von F das Problem nicht schwerer werden. Wenn Sie das jetzt gerade weiter verwirrt hat, macht nichts. Wir machen nach der Pause Beispiele, wo es dann klarer wird. Wenn es geholfen hat, dann umso besser. Lassen Sie uns jetzt die Pause machen und wir sehen uns in 10 Minuten wieder mit lauter Beispielen. Da ich es jetzt gerade geschafft habe, Sie einmal völlig zu verwirren, habe ich mich jetzt gerade nochmal selber kurz in der Pause auf dieses Slide nochmal drauf geschaut. Nur zur Sicherheit, um vielleicht ein paar von Ihnen wieder einzufangen und nicht komplett verwirrt gehen zu lassen. Also, die Slide ist schon richtig und sie lässt aber eine Frage offen. Und das ist das Nervige, weil ich erinnere mich nämlich, dass mir das vor 2 Jahren schon mal passiert ist und ich da auch schon mal drüber verwirrt war. Aber jetzt versuchen wir es nochmal einzufangen. Also, was wir festgestellt haben, ist, dass es interessant ist, für die rekursiv aufzählbaren Sprachen über deren Komplement nachzudenken. Weil, wenn wir feststellen, dass das Komplement auch rekursiv aufzählbar ist, wenn das Komplement also auch das Komplement einer Sprache immer noch in dem gelben Kringel liegt, dann und genau dann sind sie entscheidbar. Ja, das heißt, dieser Bereich ist interessant. Und wir wissen insbesondere, dass wenn eine Sprache außerhalb dieses blauen Bereiches liegt, wenn sie also nicht entscheidbar ist, aber rekursiv aufzählbar, dass dann ihr Komplement in dem roten Ding liegen muss, aber außerhalb des blauen Bereichs, dass also ihr Komplement rübergebildet wird jenseits des blauen Bereichs. Dass es in dem roten Kringel liegt, ist nicht überraschend, weil das ist die Definition. Ja, das ist das, was mich gerade so verwirrt hat. Also, wenn wir wissen, dass hier ein Problem drin liegt, ein Entscheidungsproblem, das nicht entscheidbar ist, dann wird sein Komplement notwendigerweise immer in dem roten Kringel liegen, weil der Kringel ist die Menge der Komplemente dieser Sprachen. Also ist die Frage nur, ob dieses Komplement in dem weißen Bereich vom roten Kringel liegt oder im blauen Bereich. Und was wir uns hoffentlich überzeugt haben, ist, dass wenn man anfängt außerhalb des blauen Bereichs, dann wird man durch Komplementbildung außerhalb des blauen Bereichs abgebildet. Und die Frage, die ich offen gelassen habe und auf die ich Ihnen auch so keine einfache Antwort geben kann, ist, ob es eigentlich auch Sprachen gibt, die hier draußen liegen. Und das lasse ich Ihnen einfach jetzt mal als Gedanken zum Mitnehmen. Ob es Sprachen gibt, die also nicht rekursiv aufzählbar sind, deren Komplement aber auch nicht rekursiv aufzählbar ist. Und die Diagonalsprache ist kein solches Beispiel, weil deren Komplement ist rekursiv aufzählbar. Die liegt also da drüben, das ist die Diagonalsprache irgendwo, die wird dann durch Komplementbildung abgebildet in die rekursiv aufzählbaren Sprachen, aber die Diagonalsprache selber ist nicht rekursiv aufzählbar, die ist da draußen. Insbesondere wissen wir auch, dass das Komplement des Halteproblems nicht mal aufzählbar ist. Ja, also die Menge aller Paare M und W, sodass M nicht der Code einer Maschine ist, welche W akzeptiert, das ist noch nicht mal eine aufzählbare Sprache. Und vielleicht können Sie sich überlegen, dass eine Sprache, die irgendwo hier draußen liegen würde, dass die kann noch nicht mal
eine Sprache sein, die definiert ist durch irgendwas, Turing-Maschine, die nicht akzeptiert. Ja, weil dann wäre ja durch das Komplementbilden wäre das nicht ja wieder weg und dann wären wir wieder in den rekursiv aufzählbaren Sprachen. Also muss es irgendwas Abstrakteres sein. So, und diese Frage lasse ich jetzt zu Ihnen. Wichtig ist, die Slide ist richtig, die Aussagen sind richtig. Es ist nur, dass ich in all dem, was ich in den drei Slides hier herum getan habe, Ihnen nichts darüber erzählt habe, was hier außerhalb passiert. Ob es da draußen eigentlich was gibt oder nicht und wie das aussieht. So, und das lasse ich auch offen, können Sie selber darüber nachdenken. Jetzt aber wieder zurück zu unseren Abbildungsreduktionen. Schauen wir mal, ob ich es wieder einfangen kann. Also, wir möchten gern diese Konstruktion machen. Wir möchten also anfangen können mit einer Sprache, die schwer ist. Und dann wollen wir auf der rechten Seite lauter andere Sprachen finden können, die dann auch schwer sind. Und um dieses Schwersein zeigen zu können, bedienen wir uns dieses Begriffs der Abbildungsreduktion. Also wir verwenden Funktionen, welche zu den, innerhalb der Berechenbarkeitstheorie, zu den einfachsten Problemen gehören, nämlich zu denen, die Turing entscheidbar sind oder beziehungsweise Funktionen, die Turing berechenbar sind, weil wir dann quasi immer sagen können, wenn wir irgendein Problem haben, über das wir nachdenken, das vielleicht entscheidbar, vielleicht berechenbar, vielleicht weder entscheidbar noch berechenbar ist und dann darauf eine entscheidbare Funktion anwenden, also eine berechenbare Funktion, die entspricht einem entscheidbaren Entscheidungsproblem, dann machen wir durch diese Anwendung der Funktion das Problem nicht komplexer und können deswegen weiter darüber nachdenken, wenn man so möchte. Dürfen diesen Schritt also machen, ohne uns Sorgen darum zu machen, dass durch die Anwendung von F ein Teil des Arguments kaputt geht. Denn dann können wir durch diese Definition folgende Konstruktionen hier oder folgende Eigenschaften uns zunutze machen. Wenn zwei Sprachen so zueinander im Verhältnis stehen, das heißt, wenn L1 durch eine Abbildung reduzierbar ist auf L2, dann gilt, wenn die rechte Seite semi- oder auch entscheidbar ist, also wenn sie entweder rekursiv aufzählbar ist oder in Klammern entscheidbar ist, dann ist auch die linke Seite dasjenige, also entweder aufzählbar oder entscheidbar. Anders gesagt, die linke Seite ist höchstens so schwer wie die rechte Seite. Und andersrum, wenn wir wissen, dass die linke Seite sehr schwer ist oder schwer, wenn sie nämlich nicht entscheidbar oder nicht mal aufzählbar ist, dann gilt das auch für die rechte Seite. Wir können also dieses Zeichen lesen als links ist höchstens so schwer wie rechts oder rechts ist mindestens so einfach wie links. Warum? Weil angenommen, hier ist der Beweis dazu, für den machen wir einen ersten Teil, also wir sagen hier drüben ist, wir reden über L2, wir wissen, dass L2 zu einer bestimmten Schwierigkeitsklasse gehört, dann ist die linke Seite höchstens so schwer. Wie beweisen wir das? Angenommen, wir wissen, dass L2, sagen wir mal, entscheidbar ist, dann lassen wir das Semi mal kurz weg. Dann gibt es also nach Definition eine Turing-Maschine, welche L2 entscheidet. Und dann können wir eine Turing-Maschine für M1 konstruieren. Kriege ich meine Maus wieder zurück? Nein? Machen wir es so. Die dann L1 entscheidet, und zwar folgendermaßen, wenn wir ein Wort gegeben bekommen aus dem Problem, aus der klinischen Hülle zu dem Alphabet, das zum ersten Problem gehört, dann wenden wir die Funktion F an, und weil F Turing berechenbar ist, wissen wir, dass das die Berechnung einer Turing-Maschine ist, die immer hält. Wir lassen sie einfach laufen, wir warten lang genug, bis sie hält, und danach schauen wir, wohin dieses Wort abgebildet wurde, lassen darauf den Entscheider M2 laufen, und dann wissen wir, ob W in M1 lag oder nicht. Weil diese Abbildungsfunktion F die Eigenschaft hat, dass sie, wenn Sie so möchten, ein Homomorphismus ist, dass sie also genau dann in die Sprache L2 abbildet, oder alle Worte aus der ersten Sprache in die zweite Sprache abbildet und alle Worte, die nicht in der ersten Sprache sind, nicht in die zweite Sprache abbildet. Und umgekehrt ist 2 dann offensichtlich, weil es ist direkt die Umdrehung der Aussage. Hier ist es wichtig, einmal sich kurz innezuhalten und genau zu überlegen, was diese Sätze sagen und was sie nicht sagen. Sie sagen nämlich nicht,
dass wenn die rechte Seite besonders schwer ist, dass dann die linke Seite notwendigerweise auch schwer ist. Die linke Seite könnte schon leicht sein, das ist bei kleiner gleich. Also L1 ist höchstens so schwer wie L2 und L2 ist mindestens so schwer wie L1. Ja. Also wenn L1 besonders einfach ist, dann heißt das nicht, dass L2 deswegen auch einfach ist. So, und wie wenden wir das jetzt an? Diese Konstruktion ist erstmal, wirkt auf den ersten Blick vergleichsweise komplett irgendwie unhandlich, irgendwie trocken. Und das Witzige ist jetzt, dass diese Art von Konstruktion erstaunlich mächtige Beweise erlaubt, die in ihrer Umsetzung oft zwar eine gewisse Kreativität brauchen, aber dann irgendwie vergleichsweise einfach sind. Warum? Weil das Konstruieren von so einer Abbildung das Konstruieren von einer Turing-Maschine ist. Und das können Sie alle inzwischen einigermaßen, entweder weil Sie die Übungen gemacht haben oder weil Sie halt wissen, wie man einen Computer programmiert und was man für Abbildungen so bauen kann. Und das oft was ist, was vergleichsweise konstruktiv ist, was man sich so direkt überlegen kann, auch wenn die Konstruktionen manchmal eine gewisse Kreativität erfordern. Und um das besser zu verstehen, machen wir jetzt einfach eine Reihe von solchen Beispielen für den ganzen Rest der Vorlesung bis zum Ende und schauen mal, wie weit wir kommen. Das Erste, was wir zeigen werden, ist, wir werden uns mit einem anderen, jetzt wird meine Maus schon wieder kaputt, einem anderen Form von Entscheidungsproblem beschäftigen, nämlich dem hier oben. Das ist das sogenannte Leerheitsproblem. Das ist die Frage, ob eine gegebene Turing-Maschine die Eigenschaft hat, dass sie überhaupt gar keine Worte akzeptiert. Das ist quasi, wenn Sie ein Computerprogramm schreiben, ja, wenn Sie selber ein Programm in Ihrer Lieblingsprogrammiersprache geschrieben haben, die Frage, ob es irgendeine Eingabe an dieses Programm gibt, die es jemals akzeptieren wird, die es jemals eine Antwort Ja zurückgeben wird. Die überraschende Aussage wird sein, dass diese, oder da steht sie schon, dass diese Frage, ob ein Programm überhaupt irgendwas akzeptiert, auch nicht entscheidbar ist. Und wir können das zeigen, indem wir im Prinzip eine Abbildungsreduktion bauen, aber hier bei diesem Beispiel werden wir noch nicht explizit über die Abbildungsreduktion sprechen, sondern wir werden sie erstmal konstruieren und dann nachher schauen, wo die Abbildung versteckt war, wenn wir den Beweis geführt haben. Hier ist also der Satz, dieses Leerheitsproblem ist auch nicht entscheidbar. Wie beweisen wir das? Zunächst mal können wir das durch Widerspruch machen, wir werden dann merken, dass dieser Widerspruch eine Abbildungsreduktion ist. Mal angenommen, es wäre ein entscheidbares Problem. Wir hätten also eine Turing-Maschine, welche entscheiden kann, ob eine bestimmte Eingabe, eine bestimmte Turing-Maschine irgendetwas akzeptiert, irgendein Wort hat, das sie akzeptiert. Dann könnten wir, wie sich herausstellen wird, mit diesem Entscheider dieses Problem entscheiden, von dem wir wissen, dass es nicht entscheidbar ist. Folgendermaßen. Angenommen, wir hätten einen Entscheider für das Leerheitsproblem, dann versuchen wir daraus eine Turing-Maschine zu bauen, welche dieses Halteproblem entscheidet. Wie würden wir so eine Turing-Maschine bauen? Ich glaube, da brauche ich gar nicht auf Ihre Antwort warten. Ich mache es mal mit Ihnen gemeinsam und beim nächsten Beispiel frage ich dann nochmal, ob Sie einen Vorschlag haben. Eine erste Idee, die man haben könnte, wäre, wir könnten diesen Entscheider für R benutzen und ihn auf ein bestimmtes Paar von M und W anwenden. Ich habe sogar das auf die Slide draufgeschrieben. Ja? Also angenommen, wir haben ein M und W, das heißt, das ist eine Eingabe für dieses Entscheidungsproblem, dann könnte man darauf diesen Entscheider anwenden. Und wenn er akzeptiert, dann wissen wir, dass die Sprache der Turing-Maschine leer ist und das bedeutet, dass sie natürlich auch das Wort W nicht akzeptieren wird. Ja? Das heißt, wenn unser Entscheider Ja ausgibt, dann wissen wir,
dass ein bestimmtes Maschinenwortpaar nicht in ATM ist, dass es also die zugehörige Turing-Maschine nicht akzeptieren wird. Nur leider reicht das noch nicht. Denn was passiert, wenn dieser Entscheider jetzt nicht akzeptiert, wenn er also sagt, dieses Paar hier, diese Maschine M hat eine Sprache, die nicht leer ist, dann wissen wir ja immer noch nicht, ob W in der Sprache drin liegt oder nicht. Das heißt, wir müssen etwas Feineres konstruieren, um tatsächlich entscheiden zu können. Wir machen nämlich eine neue Turing-Maschine, steht hier auf dieser Slide, und die klingt erstmal so ein bisschen verwirrend, ich sage sie Ihnen erst und dann erkläre ich nochmal, warum das funktioniert. Wir bauen eine neue Turing-Maschine, die nimmt das Eingabepaar M und W und dann konstruiert sie eine neue Turing-Maschine, die ihre Eingabe überprüft und immer, wenn die Eingabe nicht W ist, verwirft. Wenn aber die Eingabe gleich W ist, dann simuliert sie M auf W. Und auf diese Maschine wenden wir dann den Entscheider an, von dem wir glauben, dass wir ihn haben. Wenn dieser Entscheider akzeptiert, dann wissen wir, dass diese Maschine M1 überhaupt keine Worte akzeptiert. Da sie aber nur das Wort W überhaupt potenziell akzeptieren kann, akzeptiert sie insbesondere das Wort W nicht. Und auf diesem Wort W verhält sie sich ja wie die Maschine M. Deswegen würde die Maschine M auf dem Wort W akzeptieren. Und damit wäre das Halteproblem entschieden. Ich glaube, hier sind zwei Sachen, die verwirrend sind, wenn man das zum ersten Mal sieht. Das erste, wahrscheinlich die größte Quelle an Verwirrung, ist dieses Konstruieren einer neuen Turing-Maschine, die spezifisch ist zu dem Wort W. Das geht, zwei Arten darüber nachzudenken. Die eine ist, Sie können sich vorstellen, dass wenn die Maschine, die wir bauen wollen, angeschmissen wird, da hat sie ja schon eine Eingabe, die besteht aus einem Paar M, W. Das heißt, sie kann jetzt eine neue Spezialmaschine bauen, die auf W quasi zugeschnitten ist, die also auf W testet. Und dass das Testen geht, ist irgendwie klar, denn ich kann die Eingabe von einer Turing-Maschine vergleichen mit einer anderen Eingabe. Man kann aber auch einfacher darüber nachdenken. Ich kann einfach sagen, dass ich eine Turing-Maschine baue, die kein anderes Wort außer W akzeptiert. Die einfach generell bei allen Eingaben, die nicht W sind, immer verwirft. Das geht, ist relativ klar. Dann ist es vielleicht etwas offensichtlicher. Ja, also Sie geben mir ein Paar M, W. Also nochmal kurz zurück. Das Argument geht so. Wir wollen zeigen, dass dieses ETM-Problem da oben, also die Frage, ob eine Turing-Maschine überhaupt nichts akzeptiert, nicht entscheidbar ist. Um das zu zeigen, behaupten wir, es wäre entscheidbar. Wenn es entscheidbar wäre, gäbe es dazu eine Turing-Maschine, die diese Frage beantworten kann. Wenn das ginge, dann könnten wir damit aber eine andere Sprache entscheiden, von der wir schon wissen, dass sie nicht entscheidbar ist, nämlich das Halteproblem. Wie? Naja, geben Sie mir eine Frage an das Halteproblem. Diese Frage an das Halteproblem besteht aus Kombination M und W. Die nehme ich. Ich weiß jetzt, was die Turing-Maschine ist. Ich weiß, was W ist. Ich baue daraus eine neue Turing-Maschine, die alle Worte W', die nicht gleich W sind, verwirft und alle Worte, die gleich W sind, genauso behandelt wie die Originalmaschine M. Und dann frage ich diese neue, enkapsulierte Closure-Maschine, die gebe ich weiter an den Entscheider für das Leerheitsproblem und sage, diese Maschine, akzeptiert die überhaupt irgendwas? Und wenn der sagt, nein, die akzeptiert gar nichts, dann heißt das, dass mein M insbesondere W nicht akzeptiert. Und damit habe ich das Halteproblem entschieden. Und umgekehrt, wenn die Maschine sagt, ja, diese Maschine akzeptiert ein Wort, dann kann das nur ein einziges Wort sein, nämlich W. Und das heißt, dass meine Maschine auf W anhalten wird und akzeptieren wird. Und damit habe ich die andere Richtung der Entscheidung von dem Halteproblem getroffen. Ja? Also kann es keinen Entscheider geben, der dieses Problem entscheidet, weil wir schon wissen, dass es keinen Entscheider gibt, der dieses Problem entscheidet. Ich habe nochmal eine Slide, wo das nochmal sauberer draufsteht. Können Sie sich später angucken. Ist aber eigentlich genau das Gleiche wie das, was ich gerade gesagt habe. Wir haben also jetzt, was wir gerade gemacht haben, war, einen argumentativen Beweis zu führen. Und dieser argumentative Beweis war im Prinzip eine Abbildungsreduktion. Es war nämlich von diesem Typ, dass wir sagen, dieses Problem, mit dem wir uns gerade beschäftigt haben, dieses Leerheitsproblem, das ist irgendwie mindestens so schwer,
wie das Halteproblem. Warum? Weil mit diesem Problem, mit einem Entscheider für dieses Leerheitsproblem könnte ich das Halteproblem entscheiden. Und diese Art von Beweis, das ist im Prinzip ein Abbildungsreduktionsbeweis. Allerdings habe ich jetzt hier nicht so explizit gesagt, was die Abbildung eigentlich ist. Deswegen habe ich nochmal eine Slide dazu gemacht, auf der draufsteht, wo die Abbildung hier eigentlich versteckt ist. Wenn wir diese Maschine konstruieren, das ist so nervig, dass die Maus nicht geht, die eine Eingabe für das Halteproblem nimmt und dann darauf eine neue Maschine baut, dann lassen wir entscheiden, ob diese Maschine eigentlich das Leerheitsproblem erfüllt, also ob sie gar nichts akzeptiert. Wenn sie gar nichts akzeptiert, dann heißt das insbesondere, dass sie W nicht akzeptiert. Und das heißt, dass sie alle Worte akzeptiert, die im Komplement des Halteproblems sind. Ja, also sie akzeptiert alle die Maschinen M1, die zu einem Paar MW gehören, wo das M das W nicht akzeptiert. Das heißt, genau genommen haben wir eine Reduktion auf das Komplement des Leerheitsproblems gemacht, nämlich auf die Menge aller Turing-Maschinen, die mindestens ein Wort akzeptieren. Und diese Reduktion haben wir gemacht durch die Konstruktion von einer Abbildung, die eine Turing-Maschine auf eine andere Turing-Maschine abbildet. Und diese Abbildung, da drin versteckt ist was sehr Komplexes, nämlich die Konstruktion einer neuen Turing-Maschine. Und das machen wir jetzt inzwischen schon, weil wir wissen, dass wir Turing-Maschinen bauen können und dass die universelle Turing-Maschine existiert und man der einfach Programmcode geben kann. Und das mag vielleicht sehr abstrakt klingen, aber das ist ja auch genau das, was Sie auf dem Computer machen, wenn Sie eine Funktion definieren. Sie schreiben eine Manipulation der Eingabe, sodass eine neue Ausgabe dabei rauskommt. Und diese Eingabe ist eine Berechnungsalgorithmus, also im Prinzip eine Turing-Maschine. Mit dieser Konstruktion dieser Abbildung haben wir gezeigt, dass das Leerheitsproblem für Turing-Maschinen nicht entscheidbar ist. Wir wissen jetzt also schon, dass eine Turing-Maschine, dass wir gegeben eine Turing-Maschine nicht entscheiden können, ob sie ein beliebiges Wort, das wir dazu hinzufügen können, akzeptieren wird oder nicht. Das ist das Halteproblem. Und wir können auch nicht entscheiden, ob eine gegebene Turing-Maschine überhaupt irgendein Wort akzeptieren wird oder nicht. Und jetzt stellt sich raus, dass es noch eine ganze Reihe anderer solcher Probleme gibt, die man auch nicht entscheiden kann. Als nächstes schauen wir uns dieses Problem da oben an. Das ist das sogenannte Gleichheitsproblem für Turing-Maschinen, EQ, Turing-Maschinen, Equality. Das ist die Menge aller Paare von Gödel-Nummern von Turing-Maschinen, also die Menge aller Paare von Programmen, welche die Eigenschaft haben, dass sie genau die gleichen Sprachen kodieren. Das ist offensichtlich ein Problem von großer praktischer Relevanz. Sie wissen alle, dass man die gleiche Aufgabe auf mehrere verschiedene Art und Weisen in einem Programmcode lösen kann. Das klassische Beispiel so aus der Informatik 1 ist hier irgendwie hier die Factorial Function, ja, also die Fakultätsfunktion. Die kann man auf 5 verschiedene Arten und Weisen schreiben, rekursiv und mit einer Vorschleife und so weiter und so weiter. Und die Programme sehen völlig unterschiedlich aus, machen aber genau das Gleiche. Es wäre doch cool, wenn es dafür eine allgemeine Methode gäbe, um diese Gleichheit zu identifizieren. Zum Beispiel, wenn Sie in einer Vorlesung Übungsaufgaben erfüllen, ja, und man dann hinterher fragen möchte, hier gibt es irgendwie 3 Antworten, sind die alle die richtige Lösung? Ja? Also machen die genau das Gleiche wie meine Musterlösung? Im Allgemeinen geht das nicht. Es gibt keine Turing-Maschine, die entscheiden kann, ob 2 Lösungsansätze genau die gleiche Antwort liefern. Natürlich geht es für Teilmengen von bestimmten Sprachen. Wir haben zum Beispiel gelernt ganz am Anfang, oder wir haben gemerkt gleich am Anfang, dass das zum Beispiel für endliche Automaten und die zugehörigen regulären Ausdrücke geht. Die regulären Ausdrücke kann man immer reduzieren auf einen minimalen regulären Ausdruck und da kann man dann testen, ob sie wirklich identisch sind. Da gibt es sogar Webseiten dafür, die das für einen machen. Aber für Turing-Maschinen geht es nicht. Warum nicht? Ja? Wir machen eine Abbildungsreduktion und dieses Mal machen wir jetzt linker Hand das, was wir gerade eben hatten, nämlich das Leerheitsproblem.
und bilden es ab auf das Gleichheitsproblem. Wir sagen also, das Gleichheitsproblem ist mindestens so schwer wie das Leerheitsproblem und deswegen auch nicht entscheidbar, weil wir gerade festgestellt haben, dass das Leerheitsproblem nicht entscheidbar ist. Also angenommen, wir hätten einen Entscheider für das Gleichheitsproblem, es gäbe also irgendeine magische Maschine, die gegeben zwei Turing-Maschinen entscheiden kann, ob sie die gleiche Sprache haben, dann könnten wir das benutzen, um das Leerheitsproblem zu lösen, also die Frage danach, ob eine bestimmte Turing-Maschine kein Wort akzeptiert. Und das geht relativ einfach jetzt, und da zeigt sich jetzt die Mächtigkeit dieser Idee der Abbildungsreduktion. Wir können natürlich eine Turing-Maschine sehr einfach bauen, die überhaupt kein Wort akzeptiert. Die können Sie einfach auf ein Blatt Papier schreiben. Das heißt, es ist die Turing-Maschine, die aus dem Startzustand direkt in den verwerfenden Zustand übergeht und sich völlig ignoriert, was auf dem Band steht, die also alles verwirft. Und dann kann ich fragen, gegeben eine beliebige Turing-Maschine, von der ich wissen möchte, ob sie irgendwas akzeptiert, vergleiche ich sie einfach mit dieser Maschine, die gar nichts verwirft. Und wenn ich dafür einen Entscheider hätte, der gucken kann, ob zwei Turing-Maschinen identisch sind zueinander, also äquivalent, ob sie die gleiche Sprache erkennen, dann könnte ich damit direkt das Leerheitsproblem lösen. Das ist so ein Punkt, wo ich mal fragen muss. Macht das Sinn? Ein paar Leute nicken. Das ist eine der vergleichsweise einfachen Anwendungen von der Abbildungsreduktion. Was ist hier einfach? Die Konstruktion der Abbildung ist einfach. Wir geben eine Eingabe von einer Turing-Maschine, von der wir wissen wollen, ob sie überhaupt nichts akzeptiert. Vergleichen wir sie mit einer Turing-Maschine, die überhaupt nichts akzeptiert. Und diesen Vergleich aufzusetzen, ist sehr einfach, weil es sehr einfach ist, eine Turing-Maschine zu bauen, die nichts akzeptiert. Wir wissen jetzt also, dass das Halteproblem nicht entscheidbar ist, dass das Leerheitsproblem nicht entscheidbar ist, dass das Gleichheitsproblem nicht entscheidbar ist. Und wir können noch eine ganze Reihe weiterer solcher Vergleiche bauen. Wir werden jetzt noch, vielleicht schaffen wir es noch, drei weitere solche Sprachen mit einzufügen, die alle jeweils immer nicht entscheidbar sein werden, weil sie auf der rechten Seite einer Abbildungsreduktion zum Halteproblem stehen. Genau genommen werden wir anfangen mit dem Komplement von der Diagonalsprache, das auf das Halteproblem reduzieren, das Halteproblem reduzieren auf ein anderes Halteproblem, auf noch ein anderes Halteproblem, auf noch ein anderes Halteproblem. Das sind alles Varianten des Halteproblems mit speziellen Charakterisierungen. Und dann feststellen, dass das hier aber auch reduzierbar ist auf die linke Seite. Und dann ist die ganze Situation, sind alle diese Sprachen als nicht entscheidbar gezeigt. Das mache ich jetzt schnell. Und was dabei im Wesentlichen rauskommen wird, ist, dass es eine ganze Menge an Aussagen über Turing-Maschinen gibt, die alle nicht entscheidbar sind. Und die alle irgendwie relativ praktisch relevant sind. Dazu nochmal zur Erinnerung, diese ganzen Sprachen, die wir jetzt schon ein paar Mal gesehen haben, die ich aber jetzt vielleicht nochmal sauber hinschreiben möchte, beziehungsweise die da unten haben wir, glaube ich, in dieser Form noch nicht gesehen, aber es ist eine leichte Variante auf die da oben. Also, wir hatten diese Sprache, das ist das klassische Halteproblem, das ist die Entscheidungsfrage, ob eine bestimmte Turing-Maschine ein bestimmtes Wort akzeptieren wird. Die hat ein Komplement, das ist die Menge aller Kombinationen von M und W, sodass M nicht der Code einer Turing-Maschine ist, welche das Wort W akzeptiert. Dann haben wir die Diagonalsprache, über die wir heute schon gesprochen haben, die uns vorher schon mal verwirrt hat. Und dafür könnte man uns eine Variante überlegen, die Menge aller Turing-Maschinen, Codierungen, aller Gödelnummern, von Maschinen, die sich selbst nicht akzeptieren. Das ist mehr oder weniger exakt das Gleiche hier mit ein bisschen Aufräumen zwischendrin. Die hat ein Komplement, könnte ich auch ein C oben drüber schreiben, die Menge aller Gödelnummern von Maschinen, die ihr eigenes Programm akzeptieren. So, wir fangen an mit dem Komplement von D und zeigen, dass das keine entscheidbare Sprache ist. Genau genommen brauchen wir das nicht mehr zeigen, denn wir haben es schon gezeigt, letzte Vorlesung und jetzt gerade nochmal. Warum? Weil wir wissen, dass D nicht erkennbar ist.
dass die Diagonalsprache außerhalb von Re liegt. Das heißt, dass wenn ihr Komplement in, oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder falsch mache. Also, vielleicht denken Sie kurz mal zurück an das Bild. Ich zeige Ihnen einfach das Bild. Das ist einfacher, als den Satz zu machen. Wenn D hier draußen, wenn D in dem roten Kreis wäre, der auch der blaue Kreis ist, wenn Sie also, wenn also Ihr Komplement entscheidbar wäre, dann wäre auch Sie selber entscheidbar und wir wissen, dass er das nicht ist. So, Mann. Also muss ich hier draußen liegen. So. Und es bedeutet, dass D quer, wo ist die Slide dazu, nicht entscheidbar sein kann. Also wir haben links angefangen mit unserer Kette und wissen, dass das hier eine nicht entscheidbare Sprache ist. Jetzt schreibe ich hier oben hin. Wir wissen, dass das, nicht entscheidbar ist. Jetzt können wir zunächst mal eine Abbildungsreduktion machen auf das Halteproblem, von dem wir schon wissen, dass es nicht entscheidbar ist. Das ist also im Prinzip eine Bestätigung. Wir wissen schon, dass das hier nicht entscheidbar ist, also kann das hier auch nicht entscheidbar sein. Werden wir jetzt gleich zeigen. Ist aber nur eine Bestätigung von was wir eh schon wissen. Wir wissen ja schon, dass das Halteproblem nicht entscheidbar ist. Aber tatsächlich könnten wir, da wir wissen, dass das hier nicht entscheidbar ist, eine Abbildungsreduktion bauen. Nämlich wie? Wir erinnern uns, was die Definition dieser Sprachen eigentlich ist. Also das Komplement der Diagonalsprache für Turing-Maschinen ist die Menge aller Turing-Maschinen, die ihren eigenen Code akzeptieren. Und wenn ich für ATM einen Entscheider hätte, dann könnte ich damit D quer TM entscheiden. Warum? Weil ich könnte einfach eine Gödel-Nummer nehmen, sie kopieren hinter sich selbst auf das Band, dass man Eingaben auf dem Band kopieren kann nach hinten, das wissen Sie aus einer Übungsaufgabe, haben Sie selber schon sogar die Turing-Maschine für realisiert, und dann das füttern an den Entscheider für das Halteproblem. Und dann könnte man damit dieses Komplement der Diagonalsprache entscheiden. Also kann es da sowas nicht geben, denn wir wissen ja schon, dass diese Maschine nicht entscheidbar wäre, dass diese Sprache nicht entscheidbar ist, sonst, wir haben gerade gemerkt, dass sie nicht entscheidbar ist, denn wenn sie entscheidbar wäre, dann wäre ja auch D entscheidbar, notwendigerweise. Und deswegen kann ATM nicht entscheidbar sein. Das Halteproblem ist also nicht entscheidbar. Wussten wir aber schon, haben wir jetzt nochmal bestätigt. Und jetzt gibt es noch lauter Varianten dazu. Insbesondere, nächstes Beispiel, das in so einer Kette typischerweise aufkommt, ist diese Form von dem typischerweise, manchmal das ist einfach das allgemeine oder das generalisierte Halteproblem, nämlich nicht die Frage, ob eine Turing-Maschine ein bestimmtes Wort akzeptiert, sondern einfach nur, ob sie auf einem bestimmten Wort überhaupt anhält, also entweder verwirft oder akzeptiert. Auch da können wir eine Abbildungsreduktion bauen. Hier steht es, das spezielle Halteproblem, also die Frage nach akzeptiert, lässt sich abbilden auf das allgemeine Halteproblem, also die Frage nach hält. Wie? Ja, gegeben eine Eingabe aus dem speziellen Halteproblem, gegeben ein solches Problem, könnten wir eine Instanz des allgemeineren Halteproblems bauen, indem wir die Möglichkeit quasi wegnehmen, dass eine Turing-Maschine verwirft. Ja, also wenn ich die Frage stelle, hier ist eine Kombination aus einer Turing-Maschine und einem Wort, akzeptiert die da drauf oder nicht? Na, dann ist es nicht, besteht aus den Optionen verwirft oder läuft für immer. Und dann nehme ich einfach das verwirft raus und sage, immer wenn die Maschine verwirft, soll sie einfach in eine Endlosschleife gehen. Es ist offensichtlich möglich, eine Turing-Maschine zu nehmen und da, wo ihr verwerfender Zustand liegt, den zu ersetzen durch eine Endlosschleife, die immer weiterläuft, die zum Beispiel immer auf dem Band 1 nach rechts fährt, da
nichts macht, wieder eins zurückfährt und dann das gleiche wieder aufs Band schreibt, ja, dann mache ich damit aus einer Instanz des speziellen Halteproblems eine Instanz des allgemeinen Halteproblems. Wenn ich das allgemeine Halteproblem entscheiden könnte, könnte ich damit das spezielle Halteproblem entscheiden. Also muss dieses Problem hier mindestens so schwer sein wie die Frage nach diesem Entscheidungsproblem. Das ist auch irgendwie intuitiv. Natürlich ist es mindestens so schwer zu fragen, ob eine Turing-Maschine hält, wie zu fragen, ob sie akzeptiert. Es geht aber auch nochmal, gibt aber noch ein weiteres Halteproblem, das erstmal spezieller klingt, aber genauso schwer ist wie das allgemeine Halteproblem. Es ist das sogenannte H0, manchmal nennt man das auch das Null-Halteproblem. Das ist die Frage, ob eine gegebene Turing-Maschine auf dem leeren Band anhält. Wenn ich sie starte auf dem leeren Band, ob sie dann anhalten wird. Das klingt nach einem einfacheren Problem als das allgemeine Halteproblem, weil es ja nur nach einem einzigen Wort fragt, ne? nach dem leeren Wort auf dem Band. Man könnte also meinen, dass das H0 irgendwie eine einfachere Klasse an Problemen ist als das allgemeine H. Ist es aber nicht. Es ist mindestens genauso schwer wie das allgemeine Halteproblem. Und um sich davon zu überzeugen, warum das so ist, machen wir eine Abbildungsreduktion. Angenommen, wir hätten einen Entscheider für H0, also eine Maschine, die entscheiden kann, ob eine gegebene Turing-Maschine auf dem leeren Band anhalten wird oder nicht. Dann versuchen wir daraus, einen Entscheider für das allgemeine Halteproblem zu bauen, also eine Turing-Maschine, die entscheiden kann, ob eine gegebene Turing-Maschine auf einer beliebigen Eingabe überhaupt anhalten wird. Und das machen wir wie? Na, wir bauen eine Turing-Maschine, die auf leerer Eingabe sich so verhält wie ein paar MW. Also, eigentlich ist das ist auch wieder sowas, wo dies so darzustellen vielleicht sogar ein bisschen verwirrend ist. Es ist vielleicht klarer zu sagen, ich kann eine Turing-Maschine bauen, die hat einen Knopf und wenn Sie da drauf drücken, dann realisiert die Turing-Maschine M, schreibt das Wort W auf das Band und fängt an zu arbeiten. Wie geht das? Na, ich speichere das im Zustandsraum, diese endliche Beschreibung von M, W. Ich sage, wenn die Maschine anschaltest, dann instanziere die universelle Turing-Maschine, schreibe den Code von M auf das Band, schreibe den Code von W auf Band, lass es laufen. Und wenn deine Eingabe irgendwas anderes ist, wenn du zu Beginn irgendwas auf dem Band stehen hast, dann wirf einfach einen Fehler aus, verwerfe es sofort. Diese Turing-Maschine, die hält auf der leeren Eingabe genau dann, wenn die Maschine M auf der Eingabe W hält. Wenn ich also einen Entscheider für das Null-Halteproblem hätte, für dieses H0, hätte ich damit einen Entscheider für das H-Problem. Wir wissen aber schon, dass H nicht entscheidbar ist, also muss H0 auch nicht entscheidbar sein. Letztes Beispiel, danach fassen wir zusammen, ist das Selbsthalteproblem. Da stelle ich Ihnen jetzt mal eine Frage, habe ich mir vorgenommen. Schauen wir mal, ob ich jetzt merke, wie gut Sie zugehört haben. Das ist auch ein weiteres solches Halteproblem-Typ. Also die Menge aller Gödelnummern, die Turing-Maschinen kodieren, die auf sich selber als Eingabe anhalten. Also wenn man ihnen ihren eigenen Code gibt, anhalten, entweder verwerfen oder akzeptieren. Auch dieses Problem ist im Allgemeinen nicht entscheidbar. Warum nicht? Ja, so eine Aufgabe könnte typischerweise zum Beispiel in der Klausur drankommen oder auf dem Übungsblatt. Dann ist Ihre Aufgabe, machen wir mal gemeinsam, versuchen wir jetzt mal das zu übertragen, in was muss man eigentlich machen, wenn einem so eine Aufgabe gestellt wird. Eine Abbildungsreduktion zu bauen, schreiben wir es erstmal hin, Beweis durch Abbildungsreduktion. Angenommen, es gäbe einen Entscheider für dieses Problem K. Können wir eine Funktion bauen, die eine Instanz aus dem speziellen Halteproblem, dem Nullhalteproblem, also dem der Frage, ob eine Turing-Maschine auf dem leeren Band anhält, überträgt in die Frage, ob eine bestimmte Turing-Maschine auf sich selbst als Eingabe hält.
Wie würden wir das machen? Also Ihr Vorschlag ist, dass wir eine Maschine bauen, die ihren eigenen Code generiert und dann auf sich selber anwendet. Und da bauen wir irgendwie das Original-M drin ein. Das ist der typische erste Gedanke, den man dazu hat. Das ging mir auch so, als ich das erste Mal über dieses Problem nachgedacht habe. Und ich glaube, das Problem dabei ist, dass man dann erstmal erklären muss, dass es überhaupt geht, dass eine Turing-Maschine ihren eigenen Programmcode bauen kann. Da muss man erstmal drüber nachdenken, ob das überhaupt geht. Ja, also kann ein Programmcode sich selber reflektieren und seinen eigenen Code ausgeben? Überlegen Sie mal, ob Sie das können in Ihrer Lieblingsprogrammiersprache. Ob Sie die so schreiben können, dass ein Programm sich selber ausgibt. Ich will gar nicht sagen, ob das nicht geht oder nicht, aber das ist tatsächlich was, wo man dann erstmal zeigen müsste, dass es geht. Typischerweise sind die Beweise deutlich einfacher, wenn Sie andersrum drüber nachdenken. Wir haben eine Instanz aus diesem Nullhalteproblem. Also gegeben sei eine Turing-Maschine. Wir möchten wissen, ob sie auf Null hält. Dazu werden wir irgendwas machen, wo wir die auf jeden Fall mal irgendwie simulieren. Ja? Also, was wir machen könnten ist, wir können sagen, Sie geben mir eine Turing-Maschine, also deren Programmcode. Und dann baue ich eine neue Turing-Maschine und was die erstmal macht, ist, dass sie die Original-Turing-Maschine auf dem leeren Wort laufen lässt. Ja? Das macht sie mal als allererstes. Und das geht auf jeden Fall, weil ich habe ja den Programmcode bekommen, ich habe die universelle Turing-Maschine, kann ich laufen lassen. Wenn diese Maschine akzeptieren sollte, wenn sie also irgendwann an einen Punkt kommt, wo die Maschine stehen bleibt und akzeptiert, dann macht sie noch irgendwas. Und diese Gesamtmaschine füttern wir dann in dieses Held M auf seiner eigenen Eingabe. Was sollte die noch machen? Wir müssen noch akzeptieren. Das war's schon. Wir müssen also nur eine Turing-Maschine bauen, die sagt, du gibst mir deinen Programmcode, ja, M, und dann simuliere ich dich auf dem leeren Band. Wenn du akzeptierst, dann akzeptiere ich auch. Und wenn du verwirfst, dann gehe ich in eine Endlosschleife. Ein bisschen aufpassen, dass ich es richtig mache. Ja, wenn du verwirfst, dann gehe ich in eine Endlosschleife. Und das heißt dann, die einzige Möglichkeit, für diese Turing-Maschine überhaupt anzuhalten, ist, wenn die Original-Turing-Maschine auf dem leeren Band anhält. Insbesondere wird sie auf ihre Eingabe ist ja eigentlich völlig egal. Ja? Aber wenn man ihr ihren eigenen Programmcode gibt, dann wird sie auf dem auch dann nur halten, wenn die Original-Turing-Maschine auf dem leeren Band angehalten hätte. Und damit habe ich meinen Entscheider gebaut. Was daran manchmal ein bisschen verwirrend ist, ist, dass es so klingt, als ob wir eine sehr komplizierte Funktion bauen müssen, ob wir nämlich für alle Eingaben irgendwie die eigene Gödelnummer auslesen können müssten. Und das brauchen wir gar nicht. Wir müssen nur eine Situation konstruieren, wo das, was der angeblich existierende Entscheider für K kann, uns die Originalentscheidung für das vorherige Problem liefert. Und da die Zeit rum ist, sage ich Ihnen nur, wenn Sie das verwirrt, empfehle ich Ihnen noch einmal dieses Slide hier zu lesen. Die ist die Antwort auf eine Frage, die letztes Mal, als ich diese Vorlesung gemacht habe, von den Studierenden kam. Und die dann, als ich sie wieder mal gezeigt habe, glaube ich, wenigen Leuten im Raum geholfen hat, dabei zu verstehen, was das Problem war und andere nur noch mehr verwirrt hat. Deswegen habe ich sie jetzt hier drin gelassen, ohne mit Ihnen darüber zu reden. Sie können selber überlegen, ob es Ihnen was bringt oder nicht. Ich lasse den letzten Teil zu zeigen, dass Regularität auch nicht entscheidbar ist, noch weg. Was wir heute gemacht haben, ist festgestellt, dass eine ganze Reihe von Problemen, Fragen über Turing-Maschinen nicht entscheidbar sind. Das ist das eigentlich Wichtige, was Sie heute mitnehmen sollten. Nämlich, dass man nicht entscheiden kann, ob eine Turing-Maschine
auf eine bestimmte Eingabe hält, ob sie eine bestimmte Eingabe akzeptiert, ob sie überhaupt irgendeine Eingabe akzeptiert oder überhaupt auf irgendeine Eingabe anhält, ob sie sich selbst akzeptiert, also ihren eigenen Code akzeptiert. Man kann auch nicht mal testen, ob eine Turing-Maschine eigentlich nur reguläre Ausdrücke akzeptiert. Und das haben wir getan, erstens mit dem Tool der Abbildungsreduktion, das Sie sich nochmal anschauen müssen, weil das leider Aufgaben sind, die immer gerne mal drankommen. Zum anderen aber ist vielleicht die größere, eher philosophische Einsicht, dass es offensichtlich einige Fragen gibt, die man über Turing-Maschinen stellen möchte, die von praktischer Relevanz sind, die wir nicht entscheiden können. Wir können nicht entscheiden, ob zwei Stücke Code, einer geschrieben in objektorientierten Varianten der Programmiersprache und einer in einer funktionalen Variante, das Gleiche tun. Wir können nicht entscheiden, ob ein Betriebssystem, wenn man es einfach stehen lässt, nicht irgendwann crasht. Wir können nicht entscheiden, ob ein Computerprogramm irgendwann jemals fertig ist oder nicht. Das sind alles offensichtlich wichtige Fragen, die man gerne entscheiden möchte, und wir können sie nicht entscheiden. Und das bringt uns jetzt zu dem, was wir am Donnerstag machen werden, nämlich der Frage, irgendwie scheint es so zu sein, dass diese nicht entscheidbaren Probleme, dass da ganz schön viele von gibt. Gibt es da irgendwie so eine Klasse an Problemen von Fragen über Turing-Maschinen, die man stellen kann, die besonders schwer sind und alle anderen sind irgendwie okay oder sind die alle irgendwie schwer? Und die schockierende Antwort, die am Donnerstag dann endlich drankommt, hoffentlich etwas aufgeräumter als heute, wird sein, alle interessanten Fragen, die man über die Turing-Maschinen als Klasse stellen kann, sind alle nicht entscheidbar. Und das ist hoffentlich was ziemlich Schockierendes. Das ist so ein Satz von Rice und den machen wir am Donnerstag frisch und aufgeräumt. Dankeschön.